Ich habe von Elgato die brandneue Facecam bekommen. Hier seht ihr sie in der Box. Ihr seht schon das Bild gerade eben. Und ob die gut ist, ob die für 200 Euro taugt und was ihr euch davon erhoffen könnt im Vergleich zu anderen Kameras oder einem Spiegelreflex, erfahrt ihr direkt in diesem Video. Also viel Spaß. Wir haben die neue Elgato Facecam bekommen. Die hat einiges an Specs auf Lager, soll mit neuen DSLR-Kameras mithalten können und besser sein als normale Spiegelreflexkameras. Frage ist natürlich, was ist da dran? Die neue Facecam von Elgato soll die DSLR- und Webcam-Kameras völlig aus dem Weg blasen und für Streamer und YouTuber und alle, die eben eine gute Kamera am PC brauchen, den Weg ebnen. Wir haben keine normale Webcam-Kamera in dieser Hinsicht. Nein, wir haben einen Sony CMOS-Sensor, einen Starvis-Sensor, mit einer Blende von 2,4, Sichtblickwinkel von 82 Grad. Wir haben theoretisch, so wie es da steht, eine Focus Range von 30 bis 120 Zentimetern. Und da kommt nämlich was Cooles ins Spiel, beziehungsweise was Interessantes, was es sonst selten gibt bei solchen Kameras. Und zwar, wir haben einen Fixed Fokus, einen statischen Fokus. Normalerweise brauchen Kameras viel Platz, um zu fokussieren. Deshalb sind Linsen oder eben Objektive extrem lang. Das haben wir hier nicht. Das Ding stellt nur scharf von 30 bis 120 cm. Ist extra für Streamer gebaut quasi. Mit ganz viel Pipapo-Software und Spielerei. Das Ding ist so ein kleiner Block. Den könnt ihr euch einfach an die Monitore montieren oder auf ein Stativ. Hat einen Stativ-Mount, hat einen normalen Mount. Kann auch ein Elgato-Mount gemacht werden. USB 3.0. 4K ist nicht drin, aber 1080p 60. Darauf hat man sich absichtlich beschränkt, um die bestmögliche Qualität zu liefern für Streamer. Die brauchen meistens eh nicht 4K, denn das Bild ist ziemlich klein und manchmal im Vollbild, aber das war's. Wir gehen runter bis 540p 30, also alles dazwischen, zwischen 1080p 60 und 540p 30 ist drin. Linse ist komplett aus Glas. Das Ding hat auch eine Verschlusskappe, dass man schön zumachen kann, ein Indikator, ob sie läuft oder nicht. Das kann man ein- oder ausschalten. Und wir haben ganz viele Features, was Kontrast, Sättigung, Farbe, Zoom, die Auto-Exposure funktioniert sehr gut und das Bild ist knackend scharf. Das Bild ist knackend scharf. Wie knackend scharf ist denn das Bild? So, Vergleich mit meiner Sony ZV-1. Die nehme ich normalerweise zum Streamen. Links haben wir jetzt, also auf dieser Seite haben wir jetzt die neue Facecam von Elgato. Auf der rechten Seite haben wir die ZV-1. Das Ganze schalte ich jetzt mal ins Vorbild. Das hier ist die ZV-1. Das hier ist die Facecam von Elgato. Ich habe beiden einen Look verpasst, ein Grading, ein schnelles Grading, so wie es ihr machen könntet in OBS, ganz schnell. Und so sieht das dann aus. Die Farben jetzt mal nicht ernst nehmen, da bin ich noch ein bisschen am Tweaken. Ich habe die Kamera noch nicht so lange und das Gerät ist ja erst gerade eben seit diesem Moment sozusagen auf dem Markt. 21.30 Uhr war diese Vorstellung und so sieht das aus. Ich finde, beide sehen ganz gut aus. Hier sieht man natürlich den Vergleich. Die ZV-1 ist ein kleines bisschen schärfer. Die Sony-Kamera und die Elgato-Kamera, die auch einen Sony-Sensor hat, aber halt einen kleineren CMOS-Sensor, die ist nicht ganz so scharf. Wenn ich natürlich jetzt rübergehe und ich fahre hier mal die Sharpness hoch, das kann ich mit einem kleinen Slider machen in der Software, das Ganze angepasst ist, dann ist die Schärfe schon etwas vergleichbarer. Jetzt sind wir ein bisschen schärfer als die ZV-1. Ich gehe mal auf plus 1. So, jetzt müsste das Bild ungefähr angepasst fast gleich scharf sein. Und ich gehe mal wieder in den Vergleich rein. Also rechts habt ihr die ZV-1, links habt ihr die Facecam. Das Ganze sieht gut aus und auch mit unterschiedlicher Beleuchtung kann man erkennen, dass die zwar unterschiedliche Dynamic Range Blend Modi haben. Wenn ich jetzt mit meinem Licht hier rangehe, sieht man das, glaube ich, ganz gut, wo es zuerst ausbrennt und wo es nicht zuerst ausbrennt. Links die Elgato Facecam, rechts die ZV-1. Ich gehe näher ran. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Natürlich ist das Bild auf der rechten Seite bei einer 700-Euro-Kamera noch ein kleines bisschen besser, aber wir kommen schon recht nah ran, finde ich. Also, da ist jetzt nicht mehr so viel Spielerei hin und her. Das sieht gut aus. Jetzt ein kleines bisschen näher. Ihr könnt es euch vorstellen. So, ich habe es ja so gut es geht gematcht. Ihr könnt es euch vorstellen. Die Elgato Facecam, rechts die ZV-1. Natürlich habt ihr bei der ZV-1 nicht so viele schöne Spielereien, wie ihr jetzt theoretisch bei der Facecam habt. Das ist natürlich logisch. Die ZV-1 hier, die ist ganz normal. Da muss man im Menü einstellen, Exposure Settings und so weiter. Muss man die Kamera umdrehen, muss man immer fix einstellen. Bei dieser Kamera hier kann man extrem viel rumspielen und basteln. Und was man da alles basteln kann, zeige ich euch jetzt. Da hat man den Camera Hub. Hier, da seht ihr, die Preview kann ich nicht anzeigen lassen, denn die läuft gerade eben über mein schönes Programm hier, über OBS. Die hole ich als kleine Fenster-Preview, werde ich es jetzt rüberziehen. Und dann gehen wir rüber. Hallo.
Und das hier ist dann quasi vorgestellt die Preview dieser Kamera. Ich embedde das einfach, dass wir das Ganze in Echtzeit anpassen und aufzeichnen können. Und jetzt kann man hier natürlich viele Spielereien machen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel diesen Slider mir schnappen, weil ich denke, hey, der Slider ist cool. Ich möchte noch ein bisschen reinzoomen. Das kann man auch machen und es sieht nicht schlecht aus. In der Preview natürlich noch ein kleines bisschen schärfer, aber wir sehen, hier haben wir ein kleines bisschen Flicker. Und damit kommen wir auch schon zu den Schwierigkeiten dieser Kamera. Diese Kamera ist an sich eine sehr gute Kamera, aber wir haben natürlich noch in der Software nachzubessern. Wie gesagt, das ist gerade frisch auf dem Markt. Da wird es noch sehr viele Firmware-Upgrades, sehr viele Updates geben, Software-Updates, Kompatibilitätssachen und so weiter. Die kann überall benutzt werden, in OBS, Zoom, wo auch immer, keine Treiber installieren, anstecken geht. Natürlich wäre es gut, wenn man den Kamera-Hub noch benutzt, weil dann hat man mehr Einstellungsmöglichkeiten. Klar, sollte man wissen. Wenn ich jetzt hier Noise Reduction anmache, denn bei manchen Leuten ist es halt schon echt dunkel, dann sieht man schon, was ist denn da los? Ja, in der Noise Reduction wird das Bild sehr soft. Jetzt kann ich natürlich den Anti-Flicker noch einstellen. Die Lampe hier, jetzt würde sie flickern, jetzt schalte ich den Anti-Flicker aus. Also hier ist scharf, jetzt ist soft. Um dem Soft entgegenzuwirken, müsste man natürlich jetzt die Sharpness hochtreiben. Das wäre jetzt die schärfste Einstellung mit dem Soft-Mode. Und naja, ich will mal so sagen, wenn ich jetzt reinzoome, dann ist das immer noch hui. Diese Software wird wahrscheinlich noch nachgebessert werden. Da gehen nämlich sehr, sehr viele Details verloren, selbst auf der höchsten Sharpness-Einstellung. Ich behalte das Ganze mal hier. Wenn ich die Sharpness ausschalte, seht ihr, ist das Ganze ja schon sehr weich. Also Sharpness auf 1, wenn man nicht 100% reinzoomt, ist in Ordnung. Und Field of View auf maximal gestellt, sieht gut aus. Kann man nicht sagen, sieht gut aus. Wir haben natürlich noch ganz viele andere Einstellungen. Ich könnte jetzt hier den Kontrast hochfahren. Den habe ich meistens jetzt hier relativ low bis aus, denn das Ganze regel ich in OBS. Ich brauche das jetzt hier nicht in dieser Software regeln. Ich könnte die Sättigung noch ändern. Ich kann ganz viel andere Sachen ändern. Und man kann verschiedene Kameras einstellen. Das ist toll. Und man kann die Profile einfach speichern. Super. Ich kann auch die automatische Belichtung ausschalten und kann mir meine eigenen Settings machen. Automatische Belichtung finde ich aber ganz gut, vor allem wenn der Bildschirm heller oder dunkler wird. Und es wird er, wenn man Fensterchen öffnet oder schließt, dann passt sich die Belichtung an. Jetzt zum Beispiel mache ich ein Fensterchen auf und die Belichtung passt sich im Hintergrund an. Das passiert natürlich nicht hundertprozentig fürs Gesicht und so weiter, aber die Software gleicht schon echt gut aus, dass Fensterchen auf und zugehen und Helligkeit sich verändern mag. Die Software kann nämlich noch einiges mehr. Wir können hier den Weißabgleich ändern. Den habe ich ungefähr so eingestellt, wie er mir passt. Seht ihr? Da ändert sich jetzt gerade nicht so viel am Bild. Aber das soll es auch gar nicht. Denn mein Weißabgleich soll fix sein. Egal was passiert, weil ich möchte nicht, dass der rumspringt. Ich möchte natürlich, dass meine Settings angepasst werden. Das Videoformat ist an sich fixed. Ich kann hier noch Aufnahmen und Previews speichern. Ich kann zum Beispiel hier hingehen und sage, hey, ich will die Video-Preview trotzdem haben. Das geht aber nicht, wenn das Ganze abgegriffen wird. Das heißt, wenn ihr in OBS oder einem anderen Programm die Kamera abgreift, dann könnt ihr nicht zusätzlich die Video-Preview im Programm Kamera-Hub nutzen im Moment. Das kann sich natürlich ändern. So. Das Bild ist knackig, ist richtig gut. Aber jetzt gehen wir mal auf das Aber ein, denn das Bild ist nicht von Haus auf so knackig gut, wie es ihr gerade seht. Das kleine Bild hier ist die ZV1, das große Bild ist die Elgato Facecam. So, jetzt gehe ich mal hier rüber und schalte Stück für Stück alle Filter aus, die ich für diesen Effekt benutzt habe. Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter und das wäre jetzt das Rohbild. Seht ihr das? Das ist das Rohbild. Das ist auch schon nicht schlecht, muss man sagen. Ist relativ in meiner Einstellung mit null Kontrast und so weiter relativ nah an einem entsättigten Logbild dran. Da kann man dann viel machen. Out of the box kann man natürlich mit dem Tool sehr viel, sehr schnell einstellen. Das heißt, wenn ihr nicht dieses Bild haben wollt, dann könnt ihr sehr, sehr viel hier mit dieser Software auch machen, um das Bild auf ein sehr gutes Niveau zu prügeln. Das ist einfach das Plug and Play, das ist zack, zack und es läuft. Interessant ist natürlich, wir haben die komplette Einbindung des Kamera-Hubs, des Steuerung-Hubs in das Stream Deck. Das heißt, ihr könnt die Kamera im Stream Deck steuern. Das ist nicht nötig, dass ihr die Kameraszenen hier wie ich in OBS anlegt und Spielereien fahrt. Ne? Nicht zu vergessen, hier wie immer, links die Facecam, rechts die ZV1, die teure 200 versus 700 Euro. Also plus Weitwinkeladapter bei ZV1, das darf man nicht vergessen. Das ist schon ein echter Schnapper, gute Qualität. Man hat natürlich nicht unendlich Fokus, man hat jetzt nicht hier, ich stelle hier scharf und hinten ist es nicht scharf. Nein, es ist aber geil, weil wenn ich was scharf stellen will, weil ich ein Streamer bin, will ich schnell zeigen, dann geht das. Ich kann das einfach schnell reinhalten, zack.
und es ist scharf, weil wir eben diese Fixed Focus Range haben. Dadurch wird der Hintergrund vielleicht nicht so sexy unscharf wie bei einer Spiegelreflexkamera, aber das kann man verschmerzen als Streamer, da ist das schon echt gut. Natürlich haben wir auch einen Infrarotfilter mit drin, wir haben ein schönes Glas, dass da jetzt keine Infrarotstrahlung mit reinkommt. Ich lasse euch natürlich wie immer die ganzen Specs nochmal zusätzlich da. Das Kabel ist abnehmbar und das ist so großartig, dass das Kabel nicht hinten fest ist. Das heißt, man kann es austauschen, längeres, kürzeres Kabel, USB-C-Anschluss, sehr gut mitgedacht. Das einzige Problem, was ich mit dieser Kamera habe, ist das Rauschen, denn es ist ein recht kleiner CMOS-Sensor. Das ist logisch, wir haben keine Vollformat, wir haben keine Micro Four Thirds, wir haben One Third. Und da ist natürlich, je kleiner der Sensor ist, desto höher ist das Rauschen. Die haben das relativ gut in den Griff bekommen bei Lowlight. Ich denke aber, mit der Software ist noch mehr drin und ich denke auch, dass der Blur bei dem Anti-Flicker und der Noise Reduction noch ein bisschen besser wird. Da kommen noch AI-Technologien und so weiter dazu, denn jeder weiß, Smartphones unterscheiden sich nicht mehr in der Qualität der Sensoren, sondern in der Qualität der AI und Algorithmen, die das Rauschen unterdrücken und das Schärfebild zaubern. Schärfe ist ja immer nur simuliert, das heißt, Ecken werden einfach kontrastierter dargestellt und dadurch wird Schärfe suggeriert, die nicht da ist. Da werden wir sehen, wie gut die Software mithalten kann mit der Konkurrenz. Wir haben natürlich Konkurrenz, die extrem gut ist, was diese Software angeht. Ich sage nur Apple. Apple ist da super. Auch Samsung ist da super und wir werden sehen, wie die dann hinterherkommen. Elgato, die haben ja in der Software in dieser Hinsicht noch nicht so viel gemacht. Und dann sehen wir mal, wo das landen wird, denn die Webcam an sich ist grundsolide. Was ich hier schon mal gemacht habe, ist das Barrader-Plugin runterzuladen. Das werden wir jetzt live schnell mal installieren. Hier habe ich es. Doppelklick darauf. Dann kann man das direkt in Stream Deck installieren. Zack, ist schon gemacht. Zack, zack, das war alles. Das war alles. Damit habe ich das Plugin schon installiert. Und jetzt gucken wir mal, was wir damit alles anstellen können. Wir wollen mal gucken, was es denn genau drauf hat. Ich lege mir dafür was an. Zack. Hier finde ich es ganz gut. So, jetzt gucken wir doch mal, was Barrader Plugin kann. Ich komme auf Facecam. Z-Facecam haben wir schon hier. Aha, Z-Facecam. Ich kann hier also die Facecam setzen und adjusten. Das heißt, Kontrast. Ah, ich kann die Settings on the fly ändern. Wow, okay. Sehr cool. Wir schauen uns den Current Value an. Ich will den Current Value haben. Show Current Value. So, und ihr seht, hier oben ist schon die Kamera. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze so gut funktioniert, wie ich es mir denn vorstelle. Ich drücke die Knöpfe und wir sehen, was passiert. Ich drücke den Knopf rechts. Oh. Seht ihr das? Ich kann für dramatische Effekte, könnte ich jetzt Szenen und Automatisierungen und Makros bauen, die dann sagen, what? Und wieder raus. Das ist richtig cool. Und dann kann man dann schon dramatische Shots. Und vielleicht noch einen Zeitlupeneffekt einbauen und dann hat man was ganz Cooles. Also ihr seht schon, damit kann man spielen, damit kann man coole Sachen machen. Und vor allem, was mir am allerwichtigsten ist, das geht zackenfix. Das heißt, wenn ihr damit rumarbeitet, dann habt ihr damit gleich die Möglichkeit, recht schnell und einfach zu arbeiten. Und ich finde, es sieht echt gut aus. Es sieht wirklich gut aus und damit kann man viel machen. Damit kann man dann auch zum Beispiel diese Szenen, die ich jetzt gerade eingerichtet habe, die kann ich dann auch im Splitscreen. Ihr seht, ich kann das auch ganz schnell in jede Szene einbinden mit dem Pack. Und es sieht wirklich gut aus. Es ist schnell, es ist einfach einsetzbar. Ich kann auch schnell den Kontrast ändern. Ich kann damit so viel Spielerei machen, die cool ist. Klar, Produkte, Review und Shots werden damit nur so als, ich zeige es in die Kamera. Aber dafür ist das scharf. Der Motion Blur ist gut, die Geschwindigkeit ist gut. Ich kann da nichts sagen. Schau mal, und es ist scharf und man kann es lesen. Also für einen Reviewer kann ich 200 Euro läuft, ist besser als eine Spiegelreflex, denn eine Spiegelreflex braucht mehr Platz. Das Ding ist kompakt, klein, kannst du einfach so in die Hand nehmen. Cool, ich habe wahrscheinlich die Hälfte der Informationen, die das Ding hat, überhaupt nicht erfasst, aber das ist auch gar nicht so wichtig, denn es geht ja nur darum, wie ist das Ding im rohen Einsatz und das ist ja das Wichtigste. Ding ist klein, Ding ist cool. Ihr seht schon, das hier ist die Kamera. Ich nehme sie jetzt mal weg. Ich darf sie jetzt zeigen quasi. Die wird jetzt als mein neues Go-To-Stativ funktionieren. Und die ist auch von nahem echt gut. Also ich finde, das Teil hat echt Power. Es hat Power unterm Hintern. Ne? Also das ist die Kamera. Das war das Review von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch wieder rein beim nächsten Video, wenn wir was Cooles an die Hand kriegen. Dankeschön Elgato für dieses Teil, um es testen zu können. Das wird mir in den Livestreams echt helfen, ein paar coole Shots zu machen und ein paar coole Reviews zu drehen. Und ich denke mal, wir sehen uns wieder im nächsten Video, hoffentlich, wenn es euch gefällt. Live hands-on, zack, 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 nichts außenrum. Ihr wollt sehen, was das Ding für Raw Performance bietet. Ich hab's euch jetzt quasi
dargelegt. Danke an alle Kanalmitglieder, danke an alle da draußen. Macht's gut. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.